So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Transport Fever unserer Season 2 zu Folge Nummer 9. In dieser Folge machen wir da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir bauen einen Bahnhof und zwar nicht irgendeinen, wir bauen den Bahnhof. So, Anzahlgleise 3. Und dann hätte ich gerne einen 320 Meter Bahnhof, obwohl... ja, 320 sollte auch reichen. So. Höhe Millimetern passt. Ja, ja, ist okay. Können Sie hier... ja, ich hätte den gerne gecurved. Was muss ich machen? Steigung. Mal plus... okay, warten wir einfach ab. Bahnsteigversatz ist okay. Ja. Breite, Höhe. Achso, der Radius. Da haben wir schon drüber geblättert am Anfang. Ein 800er reicht da ja, ne? Warte mal. Wir verlängern gleich. Das, sonst haben wir wahrscheinlich wieder das Problem, dass wir irgendwann dastehen und wir nicht genügend Strecke hätten haben. Oh. Gucket mal an. Wir haben eine neue Straße bekommen. Haben wir den hier noch? Busbucht. Haben wir hier noch was? Extra große Straße, ja, die kennen wir. Mittlere Landstraße, große Landstraße. Riesige Landstraße und extra groß, okay. Dann machen wir das mit der normalen. Mit dem hier. Zack. Jo. Ladezone, Bushalte. So, da reicht ja dann auch wieder die normale Straße. Geht also nicht. Wartet, dann machen wir das. Okay, nee, das funktioniert auch nicht. Dann machen wir das nochmal neu, das Stück. Es schadet halt auch nicht, ne? Also es macht halt nichts schlimmer, als es zuvor war, ist. So können wir das ruhig jetzt ein Stück länger ziehen. Als das, was wir da hatten. Zack. Dann wieder den, das, da können wir halt immer noch nicht anschließen. So, dann machen wir den.
Okay, das brauchen wir jetzt ohne Streifen, dann ist okay. Ey! Okay, wo haben wir die Buslinie? Achso, wir sollten vielleicht dann als erstes die Strecke bauen. Apropos Strecke bauen, ich sehe gerade, dass wir mehr als genügend Geld haben. Fahrzeugersatz. Stopp. Gucken wir doch nochmal, das war... Zack. Zack. 22,7. Das sollten wir aber noch hinkriegen. Eventuell. Dann haben wir zwar erstmal wieder kein Geld, aber... Okay, die 22,7 sollten auch gleich wieder drin sein. Ja. So. Zack. Jetzt können wir nämlich viel, viel, viel mehr mitnehmen. Das ist supi. Und guck mal, wir haben schon wieder Geld. Jetzt müssen wir halt nur die nächsten Züge nach und nach upgraden. Der Personenzug kann auch warten. Das ist der Bretter Express. Der Bretter Express müsste mal ein neues Upgrade bekommen. Das wissen wir. Oh, alter Schwede. Nimmt er doch ein paar Wagen dann. 47 Millionen. So, derzeit hat er 5 Wagen. 6, 7, 8, 9, 10. Sollte dann erstmalig reichen, ne? 9 Millionen haben wir noch nicht, okay. Dann warten wir. Aber das dauert ja allgemein nicht mehr so lange. 171 Öl können wir jetzt außerdem in einem Zug mitnehmen. Und das bringt auch eine Menge Geld. So, jetzt geht's hier aber los. Bauen wir hier nämlich gleich mit dem neuen schnellen Abschnitt das Ganze aus. So, zack. Wie kommen wir denn hier rum? 160. 180 hört sich auch noch okay an. Zack. Oh ja, das ist alles wunderbar. Ja, 180 sollten wir dann auch hier wieder schaffen. Ich hasse es immer noch, dass manchmal der Spurenwechsel noch nicht so ganz funktioniert. So, dann machen wir hier erstmal wieder das, was wir brauchen. Und zwar etwas Platz. So. Entschuldigung, liebe Straße, wir müssen... den euch jetzt leider etwas versetzen. 196, 200. Das heißt, wir können sogar hier noch ein Token geradeaus. Okay, das war vielleicht ein wenig zu weit. Ja, das sieht doch schon besser aus. Zack. Da können wir jetzt hier darunter 179. Wir haben immer noch 7 Millionen. Zack. Und jetzt geht das ganze Chaos wieder los.
Wir bauen eine Straße, eine Kraftstraße. Wir wollen die asphaltierte hier nehmen, die Landasphaltstraße, wie wir es bisher immer schon gemacht haben. So, mit der gehen wir dann hier auch rüber. So. Dann können wir hier auch einmal kurz rüberrollen. So, das können wir erstmal wieder anmachen. Dann halt einmal links und rechts etwas angleichen. Wir hatten uns das ja so ein bisschen angewöhnt, damit wir einfach am Ende nicht so viel machen müssen. Das ist ja dann doch schon was Schönes. So. Zack. Okay, dann haben wir das auch. Dann halt hier vorne noch einmal kurz dieses kleine Stückchen. Können wir Signale setzen. Und dann könnten wir, nicht nur könnten, sondern können wir, die Buslinie hier einstellen, beziehungsweise erstmal umleiten dann. So, dass beispielsweise der Zug dann weiter bis hier fährt und dann wieder zurück. So. Zack. Genau, die Buslinie wollten wir umbauen. Dafür kommt dann noch eine Haltestelle hinzu. Und das brauchen wir nicht. Bus. Neue Schnellzugwagen. Juhu. Und eine ganz schöne Menge an Loks. Die Schnellzugwagen sind natürlich cool. Und die 43 und sowas sind auch ziemlich nice. Ah, okay. So. Schmeißen die 7 raus. Und dafür kriegt er hier dann die neue 7. Sodass die Leute dann alle hier hinfahren können. Wie es sich natürlich gehört. Und dann sagen wir auch erstmal den Fahrzeugersatz dann an. Ja. Sofort ersetzen. 1,3 ist okay. Dann tauschen wir halt einmal alle Fahrzeuge aus. So dass wir dann hier erstens ein wenig Verkehrs sparen können. Ah. Okay, wir haben also auch wieder Tramgleise mit drin. Ne? Das ist natürlich auch schön. War gut zu wissen. Eine Landstraße. Ich glaube nur, dass dieser Anschluss hier auch noch nicht möglich ist. Ja. Ich gehe wirklich davon aus, dass er hier erstmal dann sagt, nö. Weil das ist ja alles doch ein bisschen nah. So, wo war sie? Da. Zack. Probieren wir das kurz so aus. Da hatten wir doch irgendwas Schmales. Ja, sowas wie hier. So, dann nochmal. Zack. So, 17 Leute warten. Und jetzt können wir hier nochmal kurz das Upgrade durch hochführen. Zack, 143.000 und jetzt geht's los. Signalmäßig. Einfahrtssignal, Ausfahrtssignal, Ausfahrtssignal. Ausfahrtssignal. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich setze sie trotzdem. Einfahrts.
Streckensignal, dann kommt da ein Streckensignal. So, und jetzt ist er dazu gezwungen, wirklich auf der Seite für ihn zu fahren. Ich werde jetzt hier wahrscheinlich eh das Falsche setzen, ne? Weil ich keine Ahnung habe, welches Signal ich wohin setzen muss. So, Streckensignal, Einfahrtsignal. So, genau das Einfahrtsignal brauchen wir ja. Beziehungsweise dann das Ausfahrtssignal hier oben. So. Dann gucken wir mal, ob wir das hier alles irgendwie geupgradet bekommen. Ja, bis auf den Bahnhof, den müssen wir natürlich im Bahnhof selber dann machen. Noch eine Sache, die wir nicht getan haben beim ersten Initialbau. Haben wir beispielsweise keine keine Weiche hier vorne eingebaut, obwohl ich hier sogar gerne eine Kreuzung hätte. Muss man sagen. Einfach damit die Möglichkeit hier besteht. Hat auch nochmal im Notfall einfach die Spur wechseln zu können vorm Bahnhof, obwohl das ja eigentlich nicht passieren sollte. Ja, lassen wir so. So, Signale und dann geht's hier weiter. Ausfahrtssignal. Ausfahrt, Ausfahrt, Ausfahrt. Und hier ist dann Ähnliches passiert. Wie damals. So, 25 Millionen haben wir. Zack. Einfahrtssignal machen wir dahin. Dann kommt hier unten ein Strecken- und dort ein Streckensignal dran. Muss ich das jetzt von der Ansicht drehen? Aber wieso kann ich das doch da auf die Seite? Kann ich es aufbauen? Ey, neue Straßenbahn und nochmal Wagen und Berliner S-Bahn. Das hört sich doch sehr schön an. Ach du Scheiße, jetzt habe ich auch neue Signale bekommen. Ach du Heiliger. Wo ist denn jetzt mein Streckensignal? Ein Streckensignal ist mir heilig. Zack. Dann können wir gleich außerdem noch, wenn wir das schaffen, ja, zeitlich haben wir noch ein bisschen, können wir nochmal versuchen, diese Personenstrecke hier auch in Betrieb zu nehmen. Das ist ja auch noch was, wo bislang halt noch nichts fährt, außer den Güterzügen. Diese können ja dann auch mit der Zeit mal geupgradet werden.
Und jetzt auch hier die Signaltechnik. Ist nämlich das, was hier wegfällt. Oh. Okay. Eigentlich wollte ich nur das Signal entfernt haben. Zwei Signale werden entfernt. Okay, wieso ging das jetzt da? Ich habe keine Ahnung. So, Streckensignal. Streckensignal. Bulldoze. Ah. So. Dann lassen wir das mal hier so ein bisschen historisch. Jetzt haben wir nicht genügend Öl. Ich lache. Jetzt haben wir Riesenzüge und da kommt nichts. Auch witzig. So, finanzmäßig läuft das auch. Das ist prima. Achso, genau. Wir wollten ja hier oben noch schnell die Signale reinsetzen. Dass wir dann hier bis zu den Übergängen soweit reibungslos wären. Ich will eigentlich nur das hintere löschen und nicht beide. Dann kann das auch weg. Obwohl, das wäre dann auch schon eigentlich so eine Art. Obwohl, nee, das ist noch. Oh. Jetzt habe ich ihn ausgebremst. Das ist aber sehr schade. So, zack. Zack. Ja, hier auch so ein paar alte Stücke können drinnen bleiben. Leider kann man immer nur den Bahnhof im Ganzen upgraden, ne? Das ist ein bisschen blöd. Ausfahrtssignal. Man das eigentlich hin, dass man... Das würde man sogar noch hinkriegen. Das sieht jetzt nämlich ziemlich cool aus, weil jetzt können wir hier trotzdem einfach rüber. Und jetzt könnte man eigentlich die hier rausnehmen, aber das will ich gar nicht mehr. So. Der fährt außen, das ist okay. Aber mir fehlt da leider noch eine Weichenkombi. Und zwar die hier. Die dann beispielsweise bis hier hingeht. Oder dann ab da. Weil das ist ja sowohl Ein- als auch Ausfahrt. Dann brauchen wir da auch noch eins. Und dann alternativ da und da auch. Oh, noch eine neue Maschine. So.
Zack. Zack. Jo. Ja, wir kommen so gut hier voran. Das ist unglaublich. Jetzt kann ich auf die linke Seite kein Signal setzen, weil die Weiche zu dicht dran ist, oder was? Zack. Hier kann ich wirklich keins setzen. Scheinbar echt. Deswegen. So. Hey, das sieht dann so aus, als wenn wir da eine neue Weiche einfach eingesetzt hätten. Und dann ab da auch. Mit allem, was dazugehört. Und dann bis zum Ende. Und jetzt bauen wir hier das Ausfahrtsignal auch noch dran. Dann machen wir ein Streckensignal noch dazwischen. Kriegen wir das hin? Ja, hier unten würden wir auch noch ein Streckensignal reinkriegen. Also inklusive dem hier. Obwohl, das wäre ja dann das Einfahrtsignal, ne? I will do it. So. Jetzt hätten wir soweit die Hauptrichtung hier fertig, ne? 58 Leute fahren da mit der Zeit. Das ist alles okay. Wie sehen denn hier die Fahrstrecken aus? Die Fahrstrecken sind derzeit noch alle so ein bisschen... ein bisschen blöd. Was würde denn passieren, wenn ich hier sage, ich hätte hier gerne noch ein Gleis mehr? Dann würde er mir da sogar noch ein Gleis frei machen. Nee, machen wir nicht. Was mich jetzt halt gerade nervt, ist, dass der Zug am Ende ja eh aufs rechte Gleis muss. Und der kann der auch rechts einfach lang fahren. Und die Fahrt rein kann er meinetwegen darüber machen. Ach nee, das geht gar nicht. Kann er meinetwegen auch noch darüber machen. So. Wartet auf freie Wege. Das ist doch jetzt schon mal passend aufgebaut. Nee. Aber dich halt zurück. Und reinfahren tut er richtig, rausfahren tut er noch falsch. Wo könnte er hier eigentlich auch über das äußere Gleis? Nee, das fehlt ihm noch an Zuweisung. Also sonst könnten wir den nämlich auch einfach wie das andere einfach außen lang legen. So dass er sich dann halt selber seine Strecke später sucht. Einfahrtsstrecke. So. So. Achso, der fehlt ihm derzeit noch einer. Okay. So, zwei kann dann bleiben. Den brauchen wir nicht mehr. Jetzt will ich ja nur den Rückweg bestimmen, ne? So, drei geht da raus. Der geht dann auch darüber. Und dann kannst du schön bis da vorne sogar da fahren.
Und dann hat sich das nämlich auch schon so weit ja, verbessert. Dass wir dann halt nur noch da über ein Gleis fahren. Beziehungsweise halt über ein doppeltes Gleis fahren, aber das ist ja auch noch okay. So, und hier oben fehlt dem Zug noch die Weiche. Deswegen macht er hier auch den Fehler, dass er hier nicht lang kann. Natürlich auch total verständlich. So, jetzt aber nicht mehr. So. Davor und da. So. Und dann sollte die Strecke richtig besser aussehen. So. Dann Ausfahrtssignal machen wir hier oben noch auf der Seite das rein und da auch. So, dann normal Strecke hier wieder zwischen und dann auch eine Strecke da rein. Der Rest ist ja dann schon ein bisschen komplizierter. Das schauen wir uns dann einfach in der nächsten Folge an. Wo wir dann weitermachen müssen. Oh, und schon wieder neue Wagen. Ah, das ist so schön. So, genau, dann bauen wir da hinten noch das ganze Ding aus. Und dann sollte das ja wirklich alles mit der Zeit jetzt den Weg der Dinge gehen. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Das war auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Danke euch fürs Zuschauen. Schreibt rein, was ihr gerne sehen möchtet. Und bis dahin eine wunderbare Zeit. Haut rein, bis dann und ciao.